Moin Leute, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind jetzt in Folge 13. Erst. Ja, es gab eine kleine Pause, habe ich euch ja gesagt. Ich kann das hier nicht immer aufnehmen. Und ja, vor allem die Verarbeitung dauert lang und es ruckelt ein wenig. Ja, die Frames sind nicht so Bombe gerade. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich kann es hier in der Stadt nicht ändern. Also generell auch nicht, weil, ne, mein Rechner halt. Ich hoffe, ihr ertragt es trotzdem. Ich werde auch das hier ein bisschen kürzer machen jetzt. 30 Minuten scheinen nicht so gut anzukommen. Okay, machen wir 25 draus. Weniger wird es wohl nicht werden. Weil es ist einfach zu wenig für so ein Spiel. Also das hier muss man ein bisschen genießen. Oh, guck mal den Himmel. Oh, 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 da kriege ich schon wieder... und hier diese Berge, das ist einfach nur geil. Drück mal eine auf die Schnauze hier, Mädel. Drück mal eine ins Gesicht. Ne, hier. Mann und Buff, naja, egal. Wusste ich natürlich. Wir wollen die Arme ja auch nicht verletzen. Sie ist nur ein bisschen sehr nervig. Ja, schaut mal, Illusion geht gut hoch. Das finde ich super. Müssen wir hin und wieder mal machen. Was werden wir aber überhaupt heute tun? Oder überhaupt tun? Ich möchte, so schnell es geht... Ja, das müssen wir sowieso mal gucken. Den Mammutzahn, da gucken wir aber jetzt nicht. Machen wir später. Okay, Nettlebane machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht. Okay. Ja, wir werden jetzt das hier machen. Ganz einfach, Leute. Zum einen, weil wir es brauchen. Und also, weil wir schnell einen Schrei brauchen. Aber erstmal muss ich was gucken. Haha, wir haben nicht genug Gold. Shit. Okay, machen wir ganz anders. Machen wir ganz, ganz schnell was anderes. Wir brauchen schnell einen Schrei. Ja, also, ich kann es euch ja mal zeigen. Hier oben werden die Graubärte auf Hochrodgar. Aber wir werden nicht direkt dahin gehen. Wir müssen dazu eh diesen Berg umrunden. Hier lang, ungefähr. Und kommen hier unten an, in Ivarstedt. Das werden wir machen. Wir werden bis nach Ivarstedt gehen. Aber wir werden dann weitergehen. Und zwar bis dahin. Den Grund erfahrt ihr später mal. Ich habe ja gesagt, kein Reisen, Kutschen sind feige und so weiter. Ne? Also kein Schnellreisen, wir reisen on foot. Das ist auch interessanter, weil auf der Straße oft mal was Schönes passiert. Nicht so oft, aber schon hin und wieder mal. Das würde ich natürlich mitnehmen. Da könnten wir hingehen in die Wild River Watch. Und einfach mal ein bisschen schnetzeln. Ich würde sagen, wir schnetzeln heute einfach mal. Ach nee, Moment, ich sollte mir natürlich auch noch einen Wegmarker dahin legen, damit ich es auch finde. Ja, danke. Okay. Ja, wir schnetzeln heute einfach mal. Wir haben ja Lydia dabei, die kann auch noch ein bisschen was für uns tragen, das ist super. Und wir haben abends... Moment mal. Not tired and sober, okay. Das ist okay, wir gehen mal weiter. Machen wir halt abends mal ein bisschen hier running. Wir sind Level 7. Oh, muss ich gar nicht mehr. Ja, ich habe länger nicht mehr gespielt. Ihr wisst ja, ich habe bei ein paar anderen Projekten gearbeitet. Eins, das jetzt gerade draußen ist. Oder, ja, doch gerade draußen ist. Wir haben Montag. Wir haben Ostermontag. Da nehme ich das hier auf. Ja, ja. Da ist nämlich Arx Fatalis jetzt rausgekommen. Ich hoffe, ihr schaut euch das an. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und das wollte ich halt erst fertig aufnehmen, bevor ich es rausgebe. Damit es eben zu keinen Komplikationen kommt, so irgendwie Verzögerungen oder sowas. Oh, schaut euch das an. Das ist einfach nur geil. Ich liebe dieses Spiel. Und ich wünsche, ich hätte ein bisschen mehr Leistung, damit ich das auch hier in der Entfernung ein bisschen mehr präsentieren könnte. Aber naja, ist egal. Wir gehen mal weiter. Apropos, wir sollten uns unsere Heldin nochmal angucken. Hallo, oh, ist die nicht hübsch. Ja, wo ist überhaupt Lydia? 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 Wo ist Lydia hin? Dahin kommt sie. Ah ja gut, ja, Lydia ist okay. Muss halt ein paar Umwege gehen, eine Wegfindung und so. Passiert. So, wo wollen wir hin? Wir wollen da hinten hin, okay. Ja, und das wollte ich halt erst beenden und dann wieder hier mit anfangen. Und es ist auch schön warm, das ist super. Wir sollten auch erstmal in dieser Region eigentlich bleiben. Ich will... Ja, wohl doch eigentlich ist das Ding auch sehr warm. Bei Riften in der Nähe, das ist auch gut warm. Ich habe mir ein bisschen bei... Okay, was sagt das da oben nochmal? Es hat eben geregnet, deswegen war ich... Wet? Wet. Ja. Ich war... Hab bei Burnout ein bisschen reingeschaut, wie er das macht mit Frostfall und so weiter. Und das sah eigentlich ganz gut aus und auch absolut machbar. Und da traue ich mir zu, das wird ein Ding hier, das wird was. Oh, Nirnrut. Nirnwurz. Ich liebe diesen Klang. Ist toll. Ich hoffe, den kriegt ihr auch mit. Ich versuche das... Ich habe immer so ein paar Probleme mit dem Sound, Leute. Also ihr könnt mir gerne sagen, ob es euch soweit gefällt oder nicht mit dem Sound. Dann sagt mir, was ich ändern soll. Ich hoffe, zu den ersten Folgen, die etwas leise geraten waren, habe ich es jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Das Leise lag daran, dass ich... versehentlich von meinem Sound den
die Audioverstärkung drin hatte. Oh, nee, 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 hier wollen wir aber haben. Gib mir. Ja, wir klauen einfach mal von den Bauern ein bisschen was. Das ist legitim, weil man denen eigentlich das wieder verkaufen soll, aber nö. So, man macht für die die Feldarbeit und sowas. Nö, machen wir nicht. Wir sind cool, wir behalten es selbst, denn das Schöne ist, aus Wheat, also aus Weizen, können wir Heiltränke basteln und das ist natürlich immer viel wert. Heiltrank muss sein. Oh, guck mal, eine Patrouille. Das ist aber auch ein schönes Detail. Ja, die patrouillierenden Freunde. Ah, Tundra Cotton, sehr gut. Die brauchen wir. Tundra Wolle. Weil wir Wasserschläuche machen wollen, glaube ich, war es. Und ja, die brauchen ein bisschen. Ein bisschen Zeug. Wasserschläuche sind viel, viel wert. Wir haben, glaube ich, auch schon zwei gemacht oder so. Da brauchen wir noch Rolls of Paper. Was schön ist, weil sie endlich mal sowas wie eben das, dieses Papier, weil sie die Bedeutung gegeben haben damit. Es war... Entschuldigt, Leute. Es war nämlich vorher völlig unbedeutend. Da springt da die Lachse. Hab ich gerade was gesehen? Ja, da springt die Lachse. Oh, das ist so cool. Das ist auch ein geiles Detail, finde ich. Being real. Das würde auch sehr, sehr ähnlich aussehen. Die würden nur mehr rumzappeln, wäre nicht so starr. Oh, Nordleuchten. Ich liebe es. Deswegen mag ich Skyrim auch so, weil einfach nordisch. Nordisch ist toll. Viel Schnee, viel Eis, viel hiervon. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ich weiß gar nicht, habe ich die Verbesserung dafür noch drin? Könnte sein. Doch, doch. Vibrant Auras heißt. Auras heißt das. Vibrant Auras. Müsst ihr euch mal reinziehen. Super, super geil. Seht ihr dann? Sieht so aus. Ach, schön. Ach, super. Wo ist denn jetzt diese doofe Höhle? Wie kommen wir da hoch, Lydia? Sag mal was. Nee, Lydia. Egal. What? Da feuert einer. Oh, uns wird kalt. Das ist natürlich sehr schlecht. Das war dumm. Wo haben wir denn? Ach, warte, da. Natürlich. Wer feuert da? Auf was feuert ihr? What? Okay. Ihr feuert euch gegenseitig ab. Dann töte ich dich einfach mal. Nein, das wollten wir nicht. Das war schön. Ich weiß nicht, warum ihr das gemacht habt oder so. Ein Feuermagier. Hm. Ja, dann nehmen wir mal die Robes weg. Und was können wir noch gebrauchen? Den können wir gebrauchen. Lead of the Pack. Wolfpack summons 4 wolves at once. Das ist natürlich schön. Brauchen wir nicht. Das ist alles Quatsch. Elfen. Was haben wir noch? Nochmal die Roben. Elfenohr. Mach mal ein. Warum hat sie denn ihren Kumpel getötet? Ich weiß nicht, was das soll. Moment, das ist ein Feuermagier und das ist ein Eismagier. Ach so, ha, zwei verschiedene Schulen. Da ist das klar. Und hat die denn noch einen Cloak gehabt? Ja, hat die. Nehmen wir mit. Hm, hübscher Hintern. Nein, egal. Ziemlich tot, deswegen nicht mehr ganz so sexy. Naja, wo seid ihr? Lydia, wo bist du? Lydia. Lydia? Wo ist Lydia hin? Wo ist Lydia hin? Ich will jetzt mal gucken, wie waren denn meine Belegungen? Fackel. Ja. Okay, so. Also war das die 6 und die 7, okay. Ja, ich muss hier gerade nochmal so ein bisschen, ne? Ist schon. Wo ist Lydia hin? Da ist. Ah, hey Lydia, da bist du. Ich musste gerade ein bisschen wursteln, weil ich möchte natürlich wissen, wo meine Quick-Belegungen waren, dafür, dass ich sie auch wieder einsetzen kann. Im Kampf, auch spontan. Das eine war jetzt nämlich dumm, ich habe einen Heiltrank geschluckt und hätte gar keinen gebraucht. Komme ich jetzt hier zu dieser doofen Höhle? Ach, warte mal, ich gucke mal auf der Karte. Hier so nah komme ich schon mal hin. Was auch ausreichend ist. Da hat es jemand bemerkt, das ist schlecht. Wir geben keine Geräusche von uns, wenn wir diesen einen Zauber haben. Und ich sollte hier vielleicht nicht hochkraxeln, weil Lydia kommt hier hinterher. Ach, hier ist ein Weg. Warum gehen wir denn nicht einfach den Weg? Ja, das dachte ich mir. Hallo, Mädchen. Auf mich wird nicht gefeuert. Ist das ein Typ? Nee, ist eine Frau. Ach, hinter mir ist ein Typ. Tot. So. Das ist ein Banditenfuzzi. Nein! Warum gehe ich in diese blöde Höhle rein? Ach, das war dumm. Ich wollte nur ein Stück zurück, damit er mich nicht trifft. Oh, warten. Das geht ja schon gut los, Leute. Also heute und so, ne? Heute, Leute. Leute, heute. Na gut. Okay, direkt der nächste.
Nein, der ist blind. Ja, toll. Ja, ja. Also auch wir, der Typ sind. Okay, und der Boss schaut anscheinend nach uns. Ich bin schon wieder rausgerannt. Das ist doch scheiße. Die sind in diesem Portpoint drin. Das ist voll doof. Gut, ich hätte Magie nutzen können, ne? Aber dann hätte ich auch nicht mehr looten können, das ist auch blöd. Kommt jetzt beide bitte mit raus. Wenn ihr denn mal rauskommt. Und, wo ist er? Und jetzt ruckelt es gerade derbst. Irgendwas hat das Spiel gerade nicht so nett. Achso, wegen Autosave. Hallo? Wo ist er denn jetzt hin? Hat sie ihn doch getötet, wirklich? Nein, hat sie nicht. Jetzt hat sie getötet. Och man, Lydia, das war meiner. Er hat mich angegriffen und zuerst den Rücken geschlagen. Na gut, nehmen wir mit. Ja, der Blinde hat nur gesagt... Oh, Not. Also wir hatten uns gefragt, ob wir der Typ da sind. Wir haben gesagt, ja. Warum auch immer er eine Frau nicht erkennt, aber ist egal, ist nicht so wichtig. Und dann hat er gesagt, ja, der Boss möchte dich sehen. Na gut. Wir hätten ihn auch töten können, aber nee. Es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil, ne? Ihr habt es ja gesehen. Moment. Ringe, Novizenroben. Haben wir nicht die Roben an? Doch, haben wir an. Ach, Mann. Ich wollte aber mal die hier nachgucken. Die Backpacks, wo sind sie denn? Ob die besser sind als den wir hier tragen? Ein leichter mit 35, noch ein leichter mit 35, aber da mag ich den weißen, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr, weil der hübscher ist. Und ein nochmal mit 35, ja, das ist ja doof. Die Light sind genauso wie der da. Nur schwerer. Ach so, die Light Backpacks sind schwerer. Das macht Sinn. Nicht? Egal. Gut. Dann war das soweit. Gehen wir wieder rein. Ach, wie umständlich. Ich will aber den Blinden nicht töten, ganz ehrlich, weil der hat es schon schwer genug. Gut, dann wäre es vielleicht auch eine Erlösung und so, aber nee, machen wir nicht. Das ist nicht unsere Art. Jetzt bitte nicht nochmal Auto speichern, weil dann leckt's wieder. Dann gehen die Frames wieder sau runter. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt auch besser. Ich habe noch ein bisschen was an DxStory gedreht, so viel mir möglich ist eben. Sollte aber jetzt nicht mehr... Ach so, wir hatten ja eine Nachricht bekommen, die wollte ich lesen. Ach so. Oh, das ist schön, das Buch ist leer. Weil das sein Buch ist. Hä? Ja, natürlich. Es müsste mit Blindenschrift sein, damit er was lesen kann. Aber ne, schreiben und so ist ja auch so ein bisschen doof, wenn man blind ist. Geht aber. Kann man machen. So, Note to Rudolph. Rudolph. Oh Gott. Rudolph, your little stunts try my patience. I know my uncle has issues, but he is our watchman and you will respect him. No more sneaking in and out. No more games with his ledger or nails on his chair. One more joke. A joke, in Anführungszeichen, and you'll see how funny a day in the cage can be. Hajvar, die Namen sind so schwer. Naja. Also er sagt einfach nur, Rudolph, deine kleinen Tricks, ja, lassen mich ungeduldig werden. Ich weiß, mein Onkel hat Probleme, aber er ist unser Wachmann und du wirst ihn respektieren und es gibt keinen mehr rein- und rausschleichen und keinen, Nägel lockern an seinem Stuhl und was war mit Ledger? Ich weiß es gerade nicht, was Ledger heißt. Naja, also halt keine Streiche mehr oder du wirst sehen, wie spaßig ein Tag im Käfig sein kann. Ja, on the fly übersetzen ist natürlich nicht so einfach, wenn die einfach so einen Mist schreiben. Apropos, ich glaube, wir nehmen uns mal ein bisschen hier was. Gib mir. Dann gib mir den auch noch. Denn wir sind ein bisschen päckisch gewesen. Dann müsste jetzt schon wieder ein bisschen mehr sogar sein. Empfohlen, das ist gut. Und irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht und ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ach, oh, scheiß Konsole ist offen gegangen. Bin ich verklickt. Komm schon. So, dankeschön. Sieht man so schlecht hier im Dunkeln. Apropos dunkel. Ich könnte Fackel anzünden, aber das will ich eigentlich nicht. Müssen wir ein bisschen die Zauber trainieren. Die Illusion steigern, das ist wichtig. Vor allem auch für unser Level. Die nehmen wir mit. Das war mit R, okay. Und auch ein bisschen die Rüstung erhöhen. Oh, guck mal, hier sind überall Pilzchen. Das ist gut. Ich mag Pilzchen. So, wo ist Lydia? Nein, den würde ich eigentlich nicht zaubern. Nein. Helm. Oh Gott, die haben es bemerkt. Mist, die haben mein Zaubern gehört. Ist schlecht.
schlecht. Hier ist noch so dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das für euch ein bisschen höher schrauben werde. Ah! Ein blöder, dreckiger, kleiner Magier. Oh, und abgestochen. Das ist geil. Ich liebe diese Todesanimation. What? Ach, weißt du. Und tot. Feuerball ins Gesicht. Die sind echt schwach. Momentan. Na gut, das ist jetzt auch eins der ersten Caves, das man so besuchen sollte, kann, muss, darf. Und deshalb sind die halt alle auch ein bisschen schwächer. Wenn die mal ein bisschen was mitkommen, dann so ein gewisses Lydia und dann ist gut. Deswegen wollte ich eigentlich auch keinen Begleiter haben. Cake in the Diamond. Nee, da bringt nichts ein. Weil man dann so ein bisschen cheaten kann mit dem, was man mittragen kann, indem man es einfach den Begleitern gibt. Und gerade Lydia ist eine, die kann richtig viel schleppen. Also richtig viel, Leute. Und das ist halt ein bisschen doof. Wo ist der Magier? Da ist der Magier. Sehen wir nicht so wirklich. Ich glaube, ich schraube das für euch ein bisschen heller. Ich weiß nicht. Mal gucken. Warum hat der Typ Human Flesh dabei? Und will ich's wissen? Nee, verkaufen können wir Human Flesh nicht. Das heißt, entweder wir futtern's. Oder aber gar nicht, ne? Ich will Human Flesh eigentlich nicht futtern. Das ist ein bisschen doof. Barkeeper's Clothes, Miner's Clothes. Na gut. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay. Du kannst dort ewig zur Ruhe gebettet sein, das ist super. Ist hier noch was drin? Ne, das ist empty, Mist. Hab ich zu spät gesehen. Okay, das Menschenfleisch schmeißen wir gerade schnell wieder raus. Nicht, dass wir das doch noch irgendwie futtern. Vor allem, weil es roh ist und roh ist immer schlecht. Ach ja, wir haben einen Water Skin. Wo ist es denn? Human Flesh. Hä, war das kein Human Flesh? Was war es denn? Raw Skiver Meat, ehrlich? Nein, ich habe doch Human Flesh gelesen. Was ist das, ein Ingredient? Also eine Zutat? Ja, es ist eine Zutat, ach so. Ja gut, dann mache ich das. Komm, nimm zu dir. Damage Health, ja, warum auch immer, weil das ist eigentlich Quatsch. Das ist mehr so eine, ja, so eine Anpassung einfach, ne, so an die an gegebene. Oh, Roll of. Nein, die wollte ich nicht mitnehmen, aber die Roll of Paper. Das ist eine Anpassung an Konventionen, die wir uns gemacht haben, dass wir einfach keine Kannibalen sind und sowas. Aber ist jetzt eigentlich weiter hergeholt, dass Menschenfleisch die Lebensenergie verringert. Explorer's Guide to Skyrim ist immer gut, weil wir da, seht ihr, da kriegen wir für die Map Neues. Und zwar mit jedem, den wir lesen. Meine ich. Also es gibt mehrere Versionen oder sowas. Oder kein. Meine. Wir brauchen eine Pickaxe. Ja, jetzt können wir Minenarbeit leisten. Ist das geil. Das war gut, dass wir hier hingegangen sind. Im nächsten werden wir uns dann auch wahrscheinlich im nächsten Part. Dann werden wir uns ein Pferd kaufen, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben dann genug Geld. Und wenn wir das getan haben, werden wir in Richtung Riften reisen. Aber ich möchte dafür gerne ein Pferd haben, weil das kann schon einiges verbessern. So seht ihr, durch die Weed und Blue Mountain Flower können wir jetzt einfach ein bisschen Heiltränke basteln. Und die Alchemie ist hoch. Sehr gut. Frost. Das ist Frost. Das ist auch immer sehr gut. Und Heavy Armor, das ist super. Das ist Poison. Ja, machen wir mal, weil oh, Fortify Sneak, das ist gut. Restore Magica, das ist auch wichtig. Resist Poison ist jetzt nicht so wichtig, weil ich habe es noch nie eingesetzt, ganz ehrlich. Oh, das ist natürlich cool. Canine Tooth. Ah, ein Hundszahn. Canine oder Kanin ist Hund. Ja, muss man wissen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, 6 Minuten noch. Dann können wir noch ein bisschen weitergehen. Machen wir mal einen Speicher. So's. Aber ich würde gerne nochmal meine Zauber auffrischen. Nein. So. Sie zieht wieder die Schwerter, aber uns hat noch keiner gehört. Ich werde jetzt mal mich ein bisschen schleichen, um auch Schleichen hochzubekommen. Wir haben mal den Zauber, der uns unsere. Ja, komm schon. Also wirklich, brauchst du volles Mana für den Mist? Wir haben mal den Zauber, der uns. Naja, brauch echt volles Mana. Hammerhart. Wir müssen unbedingt die Alteration höher machen. Iron Boots. Das Schild nehmen wir auch mit. Wir brauchen Geld, Leute. Wir brauchen echt Geld. Ja, hier ist jetzt echt ein bisschen dunkel. Sehr gut. Ruined Book, brauchen wir alles nicht. Okay, hier ist eine Laute, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Lauten sind voll doof. Oh oh. Dogs under train, but a half-starved wolf, not a chance. Right. Lucky if it doesn't rip our throats out. Wir werden jetzt mal ein bisschen Bogen-Action machen.
und der armen Frau in den Kopf schießt. Tut mir leid, Mädel, ich könnte mir sicher noch gebrauchen, aber naja, heute nicht mehr. Wartet. Ich möchte... Wir haben noch so viel Gifte sicher, oder? Wir haben kein Gift, doch. Paralyse. Paralyse will ich aber nicht. Ja, okay, wir haben kein Gift. Was? Ich habe daneben gefeuert! Wie scheiße ist das denn? Die sehen uns nicht mal und können ausweichen. Das ist ja Arsch. Oh, das war dumm. Ich habe wieder einen Health Potion getrunken. Dann stechen wir die Schweine mal ab. Kommt her. Ende. So, das war Lydia. Da oben wieder. Wo? Wo, 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 wo? Get behind you by drawing your weapon when you are colliding with them. Oh, das ist gut, gut zu wissen. Wo ist der hin? Wo ist der? Da oben steht er. Irgendwo. Ich sehe nur nicht wo. Ich habe nicht gesehen. Wo ist er denn? Leute, seht ihr den? Da! Oh Gott! Ist das dunkel? Ist das dunkel? Naja, ich hätte dieses Better Lighting vielleicht nicht anmachen sollen. Also, die sind schon schweinedunkel, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Das macht so einen Dungeon spannender. Wenn es schön dunkel ist. Ich werde es euch wahrscheinlich ein bisschen heller machen, habe ich ja gesagt. Also, ich denke mal, ihr werdet ein bisschen mehr sehen als ich. Seid deswegen nicht verwundert, dass ich die Leute nicht sehe, wenn ihr sie seht. Also, das kann passieren. Stahl. Stahlpfeile sind super. Ja, Bolzen und Pfeile sind was anderes. Muss man wissen. Nee, Soul Gem Fragments brauchen wir nicht. Oh, aber die brauchen wir. Da gibt Mana. Mana-Tränke. Mana, Mana. Da ist ein Wolf. Hallo, Wölfchen. Wenn wir den freilassen, will er uns töten. Deswegen... Ja, wir brauchen XP. Beziehungsweise... Okay, das war... What? Ich hab... Ich bin die beste... also hier unsere... Ne? Galatea ist die beste... Öffnerin von Türen. Weil sie kann das mit einem Bogen. Hä? Kann mir mal erklären, wie das geht? Eye of Wolf? So. Eye of Wolf? Das sind Wolfsaugen, ehrlich. Na gut. Oh, hier ist ein... Ah, da hat sich doch gelohnt. Und hier sind noch Pilzchen. Imp-Stuhl. Ja, der Imp-Stuhl, der ist ein guter Pilz. Kann man gebrauchen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich euch das freigeben werde hier. Wenn jetzt ja noch Arx läuft und so, aber ich denke mal, das läuft ja nicht sonntags, also werde ich immer sonntags mal eine Folge freigeben. Und habt ihr noch ein bisschen sonntags was zu gucken, wenn ihr wollt. Aber ich meine, gucken ja eh nicht so viele jetzt. Ne? Cloak nehmen wir mit. Ein bisschen Farben ist auch gut. Med. Ich will eigentlich nichts. Med ist immer geil. Muss man ja sagen. Ja, das dachte ich mir nämlich jetzt. Nehmen wir noch das mit und geben es gleich einfach an Lydia. Ich verkaufe dann im Off wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, obwohl sonst... Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich will jetzt noch den da einsammeln. Gib mir, gib mir. Gib mir. Ah, so ist gut. So, Lydia. I'm right behind you. Ich muss hier was... Oder so was gehört. Ich möchte mit dir was tauschen. So, das lasse ich natürlich drin. Oh, die hat schon Dragon Bones. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Okay, was kriegst du? Ich weiß nicht, was ich alles kriegen soll. Hahaha. Ha, ha. Die Robes wiegen jetzt nichts, wirklich. Ich meine, zusammen wiegt es natürlich eine Menge, aber hier, die kriegst du. Dann bekommst du... Ja, hier die schweren Sachen. So, bekommst du alles. Du nimmst die... Warum ist sie jetzt blond? Kann man das meine... Leute, seht ihr das? Sie ist blond! Wieso ist sie auf einmal blond geworden? Mädel, du machst mir Angst. Du machst mir richtig, richtig Angst. Jetzt hat sie die Hut an. Ja, komm, kriegst du noch die Iron Boots und die Helme. Das Schild. Sie kriegt hier mal alles. Ist alles okay. Warte mal, habe ich jetzt mein Schild auch weggegeben? Ich hoffe nicht. Das Mace bekommst du und die Dagger. Ja, das wird mit dem Verkaufen alles ein bisschen schwieriger, aber... schon gehen. Warte mal, habe ich mein Schild? Bennett Iron Shield habe ich noch. Okay. Sonst dürfte okay sein. Den Bogen bekommst du auch noch. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ja, okay, wir haben wieder viel, viel Platz. Ist halt so ein bisschen blöd, ja. Die Plate. Kann ich die wegwerfen? Nee. Na, ist egal. Den Stab gebe ich ihr nicht, sonst wird sie dauernd rumzaubern und das will ich nicht. Ich will ihn gut verkaufen können. Den kriegst du noch. So, okay, das reicht.
Gehen wir noch ein bisschen weiter. Warst du echt gerade blond, Mädchen? Ich meine, blond, gefällst du mir auch, aber... Naja, egal. Der Part ist auch rum. Ach komm, weißt du. Oder? Nee, das ist immer so lang. Nee, Leute, ich beende den Part. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Wir sehen uns dann das nächste Mal in dieser Höhle wieder und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und ja, bis dann. Ciao.